Moin Leute, herzlich willkommen zu einer Folge vom Akinator. Ja, ganz genau. Wir werden heute Akinator zocken und suchen Bonzo. Es wird richtig krass. Ich bin mal gespannt, wie es heute wird und ob er den überhaupt kennt. Wir werden mal schauen, was geht. Und ja, wir werden vorher einen kleinen Test erledigen. Viel Spaß, Like nicht vergessen. Kuss, wir gehen rein. Okay, Freunde, wir werden die nächste Spielethematik auswählen. Und ich muss einmal überlegen, an wen wir denken. Lass mich kurz überlegen. Ganz kurz. Sorry, Leute, ich bin eingeschlafen. Wir testen den Akinator einfach mal, indem wir sagen, Bro, weißt du, wer Kissy Missy ist? Okay? Wir werden das mit Kissy Missy jetzt erstmal antesten. Ich würde also sagen, es handelt sich hier um eine Figur und wir droppen rein. Ist deine Figur weiblich? Akinator, ja, natürlich. Kennst du deine Figur persönlich? Also, ich glaube, ich kenne Kissy Missy nicht persönlich. Wohnt deine Figur in Deutschland? Oh, Leute, stellt mal vor, Kissy Missy wohnt in Deutschland. Ich hätte so Angst, nach draußen zu gehen. Aber irgendwie wäre es auch cool, aber leider nicht. Gibt es deine Figur in Wirklichkeit? Ich muss euch enttäuschen, Leute. Das weiß ich nicht. Ja, also wenn ich jetzt nein... Ach komm, ich sag nein, ja. Stammt deine Figur aus einem Videospiel? Ja. Ey, wenn der Akinator das unter 20 Fragen schafft, wäre krass. Kommt deine Figur in einem Horrorspiel vor? Ja. Läuft deine Figur auf vier Beinen? Nein. Ist deine Figur klein? Boah, Leute, ist Kissy Missy klein? Boah, ich würde sagen, so an sich, sie ist eigentlich gar nicht mal so klein. Wir können uns ja noch so ein bisschen an die Szene erinnern, wo sie da, ne, den Schalter umlegt und so. Da würde ich sagen, nö. Spricht deine Figur Latein, Kissy Missy? Curriculum und so? Ja, nee, ich denke nicht. Hat deine Figur ein Fell? Boah, ich würde sagen, definitiv. Baut sich deine Figur Einsatzfahrzeuge um? Was? Was? Hä? Einsatzfahrzeuge? Echt jetzt? Nein, natürlich nicht. Wer baut sich denn Einsatzfahrzeuge um, Leute? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ist deine Figur Raucher? Mm-mm, definitiv nicht. Hat deine Figur rosa Fell? Ja. Oh, wow, 14 Fragen? Und er weiß direkt, dass es Kissy Missy... Okay, Akinator, du bist heute gut drauf. Ich merk's schon. Also, ja, könnte auch nur daran liegen, dass sie schon 28.759 Mal gespielt worden ist. Aber ist okay. Ich werde jetzt gucken, dass wir ihm einen etwas schwierigeren Fall geben. Ich muss einmal überlegen. Ein paar Sekunden später. Pass mal auf. Wir probieren jetzt Folgendes. Kennt Akinator Househead? Wir gehen also wieder rein. Und jetzt bin ich gespannt, ob er Househead kennt. Ich würde sagen, ist seine Figur weiblich? Nein. Steht deine Figur auf zwei Beinen? Nee, Househead definitiv nicht auf zwei Beinen, Leute. Trägt deine Figur Kleidung? Mann, meine Figur trägt ein Haus. Fragst du das auch nochmal? Nö. Ist deine Figur brünett? Nein, Mann, das Ding hat also gar keine Haare. Hat deine Figur im Mai Geburtstag? Woher soll ich denn wissen, wann Househead Geburtstag hat? Nein. Hat deine Figur Augen? Ja, Househead hat so Fensteraugen auf jeden Fall. Kommt deine Figur in einem Horrorspiel vor? Wahrscheinlich, würde ich sagen, Leute. Obwohl, eigentlich in Roblox SCP definitiv. Ist deine Figur blau? Nein. Ist deine Figur gummiartig? Nein, Digga. Hat deine Figur Tattoos? Auch nicht. Ich glaube, das wird schwer. Ist oder war deine Figur bei Two and a Half Men? Nö. Hat deine Figur etwas mit Dinosauriern zu tun? Househead ist ja eigentlich ein Haus. Also ich würde sagen, hat eher was mit Häusern zu tun, mit Immobilienmaklern. Weißt du, wie ich meine? Nö. Hat deine Figur bei Arrow mitgespielt? Was ist Arrow? Ich denke nicht. Kommt deine Figur in einem Sierra-Spiel vor? Okay, was ist ein Sierra-Spiel, Leute? Ah, sowas hier. Nee, definitiv nicht. Nein, Leute, definitiv nicht. Läuft deine Figur auf vier Beinen? Ich weiß gar nicht, wie viele Beine Househead hat. Ihr werdet ihn jetzt ja wahrscheinlich sehen, aber ich definitiv nicht. Würde sagen, Househead hat... ja, wahrscheinlich. Ist deine Figur schon länger als 100 Jahre tot? Nein. Na, kommt er drauf? Hat deine Figur etwas mit Tieren zu tun? Nö. Ist deine Figur älter als 50? Nö. Ist deine Figur gelb? Nein. Ist deine Figur ein Nagetier? Nein. Trinkt deine Figur viel Alkohol? Das glaube ich auch nicht. Hat deine Figur immer gestylte Haare? Junge, irgendwie muss ich da gerade an mich denken.
Nein. Spielt deine Figur Star Stable? Ist das nicht ein Pferdegame? Och nö, Leute, nein. Der ist ja völlig auf der falschen Fährte. Kommt deine Figur aus Kitsune no Koe? Ich weiß nicht mal, was das ist, nee. Hat deine Figur etwas mit Five Nights at Freddy's zu tun? Nein. Er denkt an den Train Eater. Menschenessender Zug. Nö. Fortfahren. Ist deine Figur weiblich? Nein. Hat deine Figur Männer getötet? Ja, also Haushalt hat alles getötet. Hat deine Figur etwas mit der Farbe Blau zu tun? Nö. Hat deine Figur eine Zahl im Namen? Er denkt an SCP-086. Ich weiß nicht, ob er Househead kennt. Ich würde sagen, nein. Hat deine Figur ein Fell? Nö. Lebt deine Figur im Wald? Boah, das ist schwierig. Ich würde sagen, das wissen wir nicht. Also wir können wahrscheinlich machen. Jetzt geht's weiter. Hat deine Figur zwei Augen? Ja. Kommt deine Figur aus Minecraft? Nein. Meine Figur hat auch keine Tätowierung. Hat deine Figur etwas mit der Nacht zu tun? Boah, schwierig, schwierig, Leute. Ich weiß gar nicht, ob Househead überhaupt tags angreift, das wissen wir nicht. Ist deine Figur für ihre Exzesse bekannt? Fürs Übertreiben, Leute? Nein. Spielt deine Figur Fußball in England? Nein. Ist deine Figur drogenabhängig? Nee. Lebt deine Figur im Wald der Finsternis? Boah, das weiß ich auch nicht. Wurde deine Figur eingesperrt? Mm-mm. Ist deine Figur ein Creepypasta? Boah, das würde ich tatsächlich sogar bejahen, Leute. Also, schreibt mal Hashtag Creepy, also Hashtag Creepy, Leute, und dann Ja oder Nein direkt hinten dran. Ob ihr meint, das ist ein Creepypasta? Ich würde mal sagen, ja. Ist deine Figur braun? Ja, Househead ist braun. Ist deine Figur eine Sirene? Nein. Kannst du deiner Figur vertrauen? Leute, ich kann doch keinem menschenfressenden Haus vertrauen. Nein. Ist deine Figur dünn? Auch nicht. Lebt deine Figur in den USA? Nö. Ist deine Figur als Tänzer bekannt? Nö. Obwohl, vielleicht kann Haushalt tanzen. Weiß ich aber nicht. Hat deine Figur ein Haus? Ja. Hat deine Figur etwas mit Musik zu tun? Nein. Auch nicht mit Five Nights at Freddy's? Er denkt an The Rake. Was ist denn The Rake, Leute? Guckt euch das Ding mal an. Tja, also Akinator, ich sag mal, einmal ist kein Mal, aber zweimal ist ein Griff ins Klo. Und deswegen, nein, das ist falsch und nein, wir fahren auch nicht fort. An wen denkst du? Wir gucken mal, was er so hatte. Long Horse, Seed Eater, der schwarze Mann. Meine Figur ist nicht in der Liste. An wen denkst du? Househead. Das schicken wir ab. Hier, Househead, Monster von Siren Head. Ich dachte an Househead, das Creepypasta. Bravo, sie haben mir eine Falle gestellt. Ja, easy, Leute. Und jetzt gucken wir uns mal Bonzo an. Also, Kollege, ich bin mal gespannt, ob du Bonzo findest, okay? Da bin ich jetzt mal wirklich gespannt. Gibt es deine Figur in Wirklichkeit? Nein. Hat deine Figur Beine? Ja. Ist deine Figur männlich? Ja. Hat deine Figur blaue Haare? Mm-mm. Gelbe, Leute. Kommt deine Figur in einem Horrorspiel vor? Guck mal, wie groß der guckt, ne? Er weiß direkt so, oh nein, er meint Bonzo. Ja. Hat deine Figur etwas mit FNAF zu tun? Nö. Ist deine Figur blau? Nö. Ist deine Figur gelb? Ja. Ist deine Figur ein Hase? Was, Bruder? Ja. Hat deine Figur weiße Haut? Nee. What? Er denkt an Bonzo. Ja. Was zum... Wie schnell ging das denn jetzt bitte? Okay, Leute. Also, der Akinator weiß nicht, wer Haushalt ist, aber Bonzo weiß er, oder was? Naja, gut, lassen wir das. Leute, das war's wieder mit einer Folge vom Akinator. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr nämlich die nächste Folge nicht. Danke, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Dickes Küsschen. Denno out.